cry when evils deserve to die. So, und damit sind wir hier zurück beim ersten internationalen Geldschein-Pranken. Man sieht hier die Leute, wie kapitalistisch sind sie eingestellt. Ja, dieser Mann nette guckt Herr, der schon überlegt, ein er hat einen kurzen Moment überlegt. Ist die Gier oder die Scham größer? Das ist hier die große Frage. Haben Sie etwas über für klassische Musik? Wenn Sie Schiller mögen, mögen Sie doch sicher auch das. Und da geht er einfach vorbei, ohne einen Groschen in die Spielbüchse zu werfen. Oh, diese junge Dame, ja, sieht den Schein. Zielsicher. Doch, geht sie mal darauf zu? Das sie Geld, überlegt. Das schmeckt das Geld. Na, doch nicht. Diese Menschen hier, die schauen sich jetzt schon länger das Spektakel hier an, aber denken, Kunst gibt's wohl umsonst. Da. Aber, ach, da, mehrere Taler. Oh, was haben sie geworfen? 1 Euro jeweils? Jeder ein Euro. Ja. Das ist ja wirklich ein guter Monatslohn hier. Da kommt ordentlich was zusammen. Die geben sich gut Mühe. Ich find's gut. Und ich sag's mal so, ich könnte es nicht. Ich könnte es auch nicht, aber ich frage mich, ist das schon Kinderarbeit? Los, da kommt jemand anderes und er wird ihm ein Schnippchen. Ja! Man hat es schon in seinen Augen gesehen, er versucht, aber er hat es nicht ganz geschafft. Oh, hier geht eine Familie vorbei und sie spenden anscheinend auch nichts. Das Kind, zwei Eiswaffeln. Oh, geizig, einfach nur geizig. Keine Eiswaffeln. Dieses Kind gibt sich so Mühe, es spielt so gut und da kommt jemand. Ja, oh, mehrere Münzen auf einmal. Oh, und dass wir das noch erleben dürfen. Das ist ein Vielverdiener. Aus dem Weg, Geringverdiener. Für einen Fünfer bemühe ich mich doch nicht. Da muss schon noch eine Null dran. Das Mädel wird es wahrscheinlich reißen. Die beiden Kontrahenten haben aber auch schon eine harte Tour hinter sich. Also dieser Triathlon mit Fahrradfahren, Schwimmen und die liegt vorne. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Foto. Sie hat es als erstes. Verdammt, ich habe auf den anderen gewettet. Ich nehme mal die Hände weg. Vielleicht, guck noch mal, wie leger der da einfach vorbeigeht. Das wäre deine Chance gewesen, Kollege. Schauen Sie mal, der eine Herr hier hat was gespendet. Hat er? Großzügig. Da kommen die Beträge zusammen. Die Kulturszene ist wirklich gebeutelt in den letzten Monaten. Er spendet ein Ciabatta-Brot. Da fällt dem glatt das Brot aus der Hand. So gut ist das. Soll man nehmen die Kinder auch Geld, damit sie aufhören? Das ist ja unverschämt. Sie spielt doch super. Entschuldigung. Ja, finden Sie nicht? Nee, finde ich gar nicht. Es ist einfach nur krumm und schief. Ich finde es schlimm, dass Eltern so auf die Straße schicken. Also da ist auf jeden Fall Frust. Die rechte Dame hat halt leider diese Handtasche. Die zieht sie zurück. Ich sehe es genau. Aber sie hat ordentliche Sportschuhe an, im Gegensatz zu diesen Sandalen. Das stimmt, ja. Das macht schon einen Unterschied aus auf diesem Schuttboden. Ja, erst recht über die lange Distanz des Weihmarathons ist das wirklich sehr großer Nachteil. Weiter, volle Kraft voraus. Wir müssen heute liefern. Das muss schnell gehen. Fuck, was ist das? Wir geraten schief. Hier ist eine Sandtüte. Wir geraten schief. Oh, nee. Nein, oh, nee, nicht nein. Schon oh, wieder. God damn shit. Ach. Captain, wir stecken fest. Können Sie einmal die ägyptische Regierung kontaktieren? Wir brauchen so einen kleinen Bagger. Jemanden, der einen Bagger hat. Bauunternehmer oder so. Können Sie wen vorbeischicken? Sind Sie in der eingefahren? Mayday! Vielleicht noch ein kleiner Bagger, ist ja diesmal nicht so ein großes Schiff. Ich weiß nicht, ob Sie kleiner wollen, dass in Deutschland die Butter teuer wird. Mit der Schaufel also vielleicht gegendrücken einmal. Und hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen schon wieder. Was ist denn das? Kampf der Geschlechter. Jawohl, Sie schaffen es! Ja, ja, der Sie überholen die letzten ja! Yes! Lasst uns mal schnell vorbei. Ja, könnt ihr hier gegenschieben? Wir stecken leider fest. Ja, wir stecken in der Sanddüne. Sanddüne, schon wieder. Ach. Hallo! Es ist kostenlos! Entschuldigung, die fahren mal die ägyptische Regierung kontaktieren. Die sind schlau, die fahren ums Kap der guten Hoffnung. Ja, okay. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind hier live und direkt für Sie aus Australien. Und es stimmt, was die Leute sagen. Die Personen hier sind tatsächlich alle kopfüber. Der nächste unerbittliche Kampf wird hier ausgefochten. Oh, gleich drei Leute treten gegeneinander an. Das nicht ist mit Löffeln, sondern Wahnsinn. Hier wird direkt die Zunge angesetzt. Oh, das ist an das Eis. Hier wird. Koala würde ich auch gerne sehen, aber diese ganzen Bäume hier sehen relativ leer aus. Durch das große Eukalyptussterben von 1976 sind die leider ein bisschen rar geworden. Vielleicht taucht noch eins auf. Ich sehe, glaube ich, gerade einen Quokka da hinten. Da fährt eins auf dem Fahrrad. Da hinten ist es. Süß, einfach nur possierlich, diese kleinen süßen Tiere.
Und ein Happen. Oh, ein großer Happen für die Mama. Hast du das gesehen? Uiuiui, was ist denn das? Das sieht aus wie After Eight Eyes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich das nur sehe, kriege ich schon Hirnfrost. Ja. Der Gag mit dem Fallschrumm. Man haben die jetzt nochmal umgesetzt. Mit 90 Grad drehen haben wir festgestellt, wenn man das um die Längsachse macht, ist das nicht witzig. Ja. Also haben wir es um die Querachse gemacht. Das ist viel witziger. So. Ja. Und auch der Schmerz hält sich in Grenzen, muss man sagen. Oh, und da wird hier versucht, die Jury zu bestechen. Was ist denn da los? An der Stelle sei sich an. Für die zwei Erdbeeren bedankt. Ich krieg die größere, das ist nochmal lieb. Mhm. Kein Problem. Dankeschön. Ja, großartig. Auch hier drüben, guck doch mal, da haben wir ganz verschiedene Techniken. Einmal hier das kreisrunde Umspielen mit der Zunge. Hier haben wir eher einen anderen Kontrahenten, der eher große Bisse macht. Könnten Sie vielleicht mit dem Laufrad einmal dagegen drücken? Einmal dagegen drücken. Okay. Können Sie mal hier gegen schieben? Ja. Operation Push It. Oh, das geht so. Es funktioniert. Ja, ein kleiner Held. Danke sehr. Der Kanal ist wieder frei. Das hast du großartig gemacht. Danke. Auch nur die richtigen Leute. Ja, Zentrale, ja, wir sind wieder frei. Ja, hier ist ein Helfer gekommen. Ja, Sie müssen jetzt keinen mehr schicken, hat gereicht. Ja, danke. Danke fürs Aufpassen. Ich war gerade in der Mittagspause, ich moderiere mal weiter. Ne? Lasst euch nicht stören. Meine Damen und Herren, ein Exklusivinterview mit zwei echten Australiern. How is life down under? Have you seen a kangaroo yet? No? Kann man wohl nichts machen. Ist die Rente dick? Gibt's umsonst. Es ist kostenlos. Können Sie sich einfach nehmen. Ja. Oh. Geldschein und ein Klebeband. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass das hier zu einer Disqualifikation führen muss, weil Eis und Erdbeeren, das sind natürlich verschiedene Disziplinen, die hier gegeneinander antreten. Das kann so nicht sein. Dafür spricht der Betrug, der Bestechungsversuch. Ja, ob du erstmal ausschmatzt, bevor du mir hier einen reinredest. Das ist ein Krieger, der nimmt jetzt extra die beide Hände. Der will seiner Frau ein Eis holen. Oh, da hat er den Füller. Bitte? Das ist doch. Der tut eine Rolle. Nein, da ist einfach. Es ging einfach nur um den Geldschein, der da dran ist. Hat das einfach kaputt gemacht. Hat es einfach kaputt gemacht. Das können wir nicht mehr ziehen. Nehmen Sie sich die 5 Euro, Sie haben sie sich verdient. Was? Ja! Und da haben wir einen Ein Gewinner. Mutiger Gewinner. Könnt ihr das? Ey, was soll denn hier eine Kamera sein, bitte? Kommentar aus dem Off, das passiert mit eurem Patreon. Ja. Sie haben morgen Geburtstag. Ja, na bitteschön. Dann kaufen Sie sich eine schöne Torte oder sowas. Ja, tut das ist Portemonnaie rein. So. Hosenstall offen. Das geht, passiert dieser Mann hat einen offenen Hosenstall. Ja. So, und dieser Tisch wird gehalten von Panzertape. Und Panzertape hält die Welt zusammen, ich sag's dir. Ja, ich weiß, was gleich passiert. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir an Buchstaben kommen. Und haben hier aus dem Müll gerade das rausgeholt. Und wir brauchen die Buchstaben, die... Wir haben noch nicht mal gezählt, ob wir alle Buchstaben haben. Doch, doch. Aber wir brauchen auf jeden Fall alle Buchstaben für Evergreen. Hier ist auch irgendwo... Hier ist ein R. Das heißt, wir müssen das zusammenschnitzeln. Dann, weil wir keinen Klebestreifen mehr haben, müssen wir hier die nehmen, die kleben. Mit den Robben übrigens dieses Bein hier wirklich für immer festgemacht hat. Also es ist wirklich ein Bollwerk gegen rechts. Klein, ne?